Chaos stark. Gors stark. Menschen, Elfen, Zwerge schwach. Wir siegen. Wir kämpfen. Wir töten. Eines Tages wir siegen. Bald. Du, wir essen dich. Machen dich zu Teil von uns. Machen dich besser als du warst. Ich esse viele von deiner Art. Sind jetzt Teil von mir. Sind stark. Die Tiermenschen sind der reinste Ausdruck des Chaos, den es außerhalb des Immateriums gibt. Eine wilde und gewalttätige Rasse von hochgradig mutierten Humanoiden, die nun nichts anderes kennen als den Dienst am Chaos. Tiermenschen sehen sich selbst, mit Recht, als die wahren Kinder des Chaos. Anders als all die konvertierten Chaoskrieger sind sie als Diener der dunklen Götter geboren. Darum ist es für sie mehr als nur eine Religion oder Mittel zum Zweck. Für einen Tiermenschen ist das Chaos ein Teil seiner selbst. Er sieht seine eigene Existenz als eine Ausgeburt des Chaos, weswegen er seinen Glauben niemals in Frage stellen würde. Ebenso wenig unterstellt sich ein Tiermensch einem einzigen Chaosgott. Die Tiermenschen sind nicht die Kinder von Khorne, Sinch, Slaanesh oder Nurgle. Sie sind der lebende Ausdruck des ungeteilten Chaos. Und das ist auch alles, was die Tiermenschen an Religion, Kultur oder Geschichte brauchen. Sie wissen von jener Zeit vor dem Aufstieg der Menschen. Nach ihrer Geburt im ersten Chaossturm, als die reinen Energien des Chaos über die Welt fegten und die schmerzhaften Mutationen hervorriefen, aus denen sie sich erhoben. In dieser Zeit vor Sigma herrschten die Tiermenschen über die Wälder des heutigen Imperiums. Die wenigen ungeeinten Menschenstämme waren keine Bedrohung für sie und sie gaben sich vollends dem brutalen Dienst an ihren Göttern hin. Doch die Menschen begannen sich zu sammeln. Unter Sigma wurden sie zu einer vereinten Rasse. Sie begannen damit Armeen aufzustellen und Siedlungen zu befestigen. Sie trieben die Tiermenschen zurück. Sie schufen Ordnung und Zivilisation. Sie errichteten riesige, ummauerte Städte, deren Symmetrie und Ordnung ein Frevel an den chaotischen Mächten waren. Und so strömten die Tiermenschen zu Tausenden aus den Wäldern, wütend brannt über die Blasphemie der Weichhäuter, fest entschlossen, jeden einzelnen von ihnen zu zerstören. Doch die Tiermenschen scheiterten. Unter Sigma wurde ein gewaltiges Imperium geschaffen, das sich den Kindern des Chaos widersetzte und ihre Existenz auf die dunklen Wälder der Welt beschränkte. Aber die Tiermenschen überdauerten und kämpften, und so sind sie noch heute eine der am weitesten verbreiteten Rassen der Welt. Wo es Wälder gibt, gibt es auch Tiermenschen. Denn in beinahe jedem Wald finden sich Stämme von ihnen, die nur darauf warten, auf unvorsichtige Reisende hereinzubrechen und sie zum Ruhme ihrer Götter zu zerfetzen. Da die Tiermenschen keine wirkliche Geschichtsschreibung oder zusammenhängende Kultur haben, gibt es in dieser Hinsicht nur wenig zu berichten. Sämtliches Wissen über ihre Vergangenheit beruht auf den alten Geschichten über ihre Hochzeit, nach dem ersten Chaossturm. Doch obwohl Kultur vielleicht ein zu hochgegriffenes Wort ist und Kooperation zwischen den Tiermenschenstämmen ebenso selten ist wie bei den Orks, gibt es doch allgemein gültige Prinzipien, die in jedem Stamm gelten. Besonders der strikt hierarchische Aufbau ihrer Kriegsbanden und die verschiedenen Klassifizierungen der einzelnen Rassen von Tiermenschen sind allgemein gültig. Am niedrigsten stehen die sogenannten Wechselbälger. Dies sind Menschen, die erst spät in ihrem Leben mutiert sind und aus ihrer Zivilisation fliehen mussten. Wechselbälger werden meist nicht einmal in eine Kriegsherde aufgenommen, sondern direkt gegessen. Manche haben jedoch Glück und werden als Sklaven in den Stamm genommen. Die ersten wirklichen Mitglieder der Kriegsherde sind die Ungors oder Nicht-Gors. Wie der Name schon sagt, sind Ungors hauptsächlich dadurch definiert, dass sie lange nicht so stark mutiert sind wie die richtigen Gors. Ungors sehen meist aus wie Satyre, mit menschlichen Oberkörpern, Armen und Köpfen, aber tierischen Beinen und kleinen Hörnern auf dem Kopf. Durch ihre starke Ähnlichkeit und vergleichsweise körperliche Schwäche sind Ungors nicht mehr als Kanonenfutter und werden von dem Rest der Tiermenschen ohne Zuckern getötet und gegessen, sollten sie aufmüpfig werden. Im Kampf sind Ungors die einzigen, die in der Lage sind bzw. geschickt genug sind, einen Bogen zu verwenden und werden daher als Fernkämpfer oder schlecht ausgerüstetes Nahkampffutter verwendet. Gors sind die wahrscheinlich anteilig größte Population der Tiermenschen und sind diejenigen, deren Bild zuerst aufkommt, wenn man an Tiermenschen denkt. Gors sind in den Armeen der Tiermenschen die große Masse an Fußsoldaten, die schreiend auf den Feind zustürmt. Sie verwenden ausschließlich Nahkampfwaffen und nur in seltenen Fällen so etwas wie ein Schild. Gors lassen sich in 4 Kategorien einteilen. Brays sind die untersten Gors, immer noch über den Ungors, aber nicht viel. Brays sehen im Grunde genauso aus wie ein regulärer Gor, nur fehlen ihnen die Hörner.
Das klingt zwar nach einem kleinen Unterschied, macht in der Kriegsherde jedoch viel aus. Ein Gor ohne Hörner ist kaum etwas wert. Und egal wie beeindruckend er körperlich und kämpferisch auch ist, die anderen Gors werden ihm nicht mit Furcht oder Respekt begegnen. Dann gibt es die regulären Gors. Animalische Beine, menschlicher Torso und Arme. Und ein Tierkopf. Gors sind für gewöhnlich etwas größer als ein Mensch und auch körperlich stärker. Jedoch bei weitem nicht so intelligent und sie zeigen auch nur sehr begrenzte Fingerfertigkeit oder bis zu gar kein Geschick im Umgang mit irgendwelchen Werkzeugen. Wo wir bei weniger intelligent sind. Es ist wahr, dass Tiermenschen keinen ausgiebigen Intellekt zeigen. Trotz allem wird ihre tierische Intelligenz häufig unterschätzt. Und die intelligenteren Schamanen und erfolgreichen Häuptlinge sind durchaus zu taktischen Manövern fähig. Doch auch der einfachste Gor ist durchaus in der Lage, sich verständlich auszudrücken. Tiermenschen benutzen eine abgeänderte Variante der dunklen Zunge, der Sprache des Chaos, da viele der Laute mit ihren tierischen Köpfen nicht möglich sind. Apropos tierische Köpfe. Den gemeinen Gor kategorisiert man in zwei große Gruppen. Caprigors und Bovigors. Caprigors sind Tiermenschen mit Ziegenköpfen, auch die am weitesten verbreitete Form der Gors. Und Bovigors sind Tiermenschen mit Ochsenköpfen. Bovigors sind meist ein wenig stärker, zeigen dafür aber noch weniger Geschick und Intelligenz als die Caprigors und werden so in direkten Kämpfen oft ausgetrickst und getötet. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum Caprigors verbreiteter sind. Wichtig hierbei ist, dass es einen Unterschied zwischen Bovigors und Minotauren gibt, auch wenn beide sich sehr ähneln. Der Unterschied liegt in der Größe. Ein Bovigor ist um die 2 Meter groß, während ein Minotaurus gern an die 3 Meter misst. Die letzte Form des Gor ist der Bestigor. Bestigor sind die größten und stärksten Gors und sind daher meist Anführer oder Häuptlinge ihrer Stämme. Des Weiteren essen sie nach der Jagd zuerst und bekommen die meiste Beute nach der Schlacht. Somit sind Bestigors in einer Kriegsherde die schwere Schockinfanterie. An dieser Stelle müssen jedoch ebenfalls noch die Garven erwähnt werden. Ein Garve ist ein Tiermensch, der von 2 menschlichen Eltern geboren wurde und aufgrund der Mutation im Wald ausgesetzt wurde. Findet ein Tiermenschenstamm diese Kinder, werden sie als besonderes Geschenk des Chaos angesehen, da sie trotz ihrer menschlichen Eltern durch das Chaos persönlich zum Tiermenschen gemacht wurden. Die Schamanen der Tiermenschen sehen dies als Zeichen für besondere Aufmerksamkeit der Chaosgötter. Und so haben die Garven einen besonderen Platz im Stamm, egal ob sie ein Ungor, Gor oder Bestigor werden. Schamanen sind in den Stämmen der Tiermenschen extrem wichtig, da sie die Mundstücke der Chaosgötter sind und so den Tiermenschen ihren Willen verkünden. Zwar sind Schamanen nur selten mächtig genug, um den Häuptling zu stürzen und selbst zu führen, doch auch der mächtigste Häuptling würde sich zweimal überlegen, sich offen gegen den Willen der Götter zu stellen. Ein interessanter Fakt, der die Schamanen von den anderen Tiermenschen abhebt, ist, dass sie heterochromische Augen besitzen, meist eins im typischen Braun und das andere in der Farbe des Gottes, in dessen Gunst sie stehen. Das ist gerade deswegen besonders, weil die Chaosgötter sich im Allgemeinen nicht sonderlich um die Tiermenschen scheren, da sie wissen, dass sie ihnen sowieso treu ergeben sind und keine besondere Aufmerksamkeit nötig ist. Andere Abarten der Tiermenschen gibt es ebenso, aber sie sind nicht wirklich Teil der allgemeinen Hierarchie, aus verschiedenen Gründen. Diese Unterarten sind wie folgt. Die Centigors. Centigors sind Zentauren mit einem gewaltigen Alkoholkonsum. Sie werden in Kriegsherden als leichte Kavallerie eingesetzt, sind in den Stämmen der Tiermenschen aber regulär nicht vertreten, da sie getrennt von den Gors leben. Minotauren. Minotauren sind die dümmste und körperlich stärkste Form des Tiermenschen. Sie stehen außerhalb der allgemeinen Hierarchie, da sie kein Bedürfnis an Dominanz über andere Tiermenschen haben, nicht führen können und sich kein Gor mit ihnen messen würde. Minotauren wollen nur den Kampf. Saigors. Saigors sind eine mutierte Abart der Minotauren, gewaltige Riesen mit nur einem Auge, das nicht die Welt um sich herum, sondern die wabernden Energien des Immateriums sieht. Saigors werden von den Tiermenschen als mobile Artillerie verwendet, da sie gewaltige, dem Chaos geweihte Steine werfen. Natürlich gibt es noch weitere Monster, die von den Tiermenschen in ihren Armeen verwendet werden. Die fallen allerdings nicht mehr unter die Art von Tiermenschen und werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem Video zu den Monstern der Warhammer-Welt beleuchtet. Nun habe ich aber schon oft in diesem Video das Wort Kriegsherde benutzt, aber noch nicht wirklich erläutert, was es ist. Eine Kriegsherde ist vergleichbar mit einem War der Grünhäute. Ein gewaltiger Zusammenschluss vieler Stämme, der nur die Zerstörung anderer Zivilisationen zum Ziel hat. Anders als bei den Orks wird eine Kriegsherde aber meist von einem Schamanen ausgerufen und nicht von einem Häuptling vereint. Dieser Schamane wird von Visionen der Chaosgötter gesegnet und macht sich dann mit seinem Stamm auf den Weg zu einem Kreis Herdensteine. Herdensteine sind dem Chaos geweihte Monumente, die die umliegende Natur selbst verderben.
Einer der vielen Gründe, warum die Tiermenschen gerade bei den Waldelfen so unbeliebt sind. Dort angekommen beginnt der Schamane dann mit magischen Ritualen, die von den anderen Schamanen in der Umgebung bemerkt werden. Diese anderen Schamanen kommen dann mit ihrem Stamm ebenfalls zu den Herdensteinen und sammeln so eine Kriegsherde zusammen. Nachdem die Häuptlinge der Stämme in Duellen entschieden haben, wer würdig ist, die Kriegsherde zu führen, wird meist wenig Zeit verschwendet und die Tiermenschen werfen sich schreiend und schlagend gegen die nächste Siedlung eines beliebigen Volkes. Und diese Kriegsherden sind häufig mehrere tausend Tiermenschen stark und absolut vernichtend für kleinere Siedlungen und vor allem die Felder, von denen die großen Städte ihre Nahrung beziehen, da die aufgestellten Herdensteine ein großes Stück Ackerland auf Jahrzehnte verderben können. Doch die größte Schwäche der Kriegsherden und der Grund, warum das Imperium nach Jahrhunderten immer noch gegen sie standhält, ist, dass kaum eine andere Rasse so katastrophal schlecht beim Belagern von Städten ist wie die Tiermenschen. Das langwierige Warten vor einer Stadt, um sie auszuhungern, ist etwas, das den Tiermenschen einfach nicht möglich ist. Und ein gesammelter, massierter Angriff scheitert häufig daran, dass Tiermenschen sich aus religiösen Gründen weigern, etwas zu bauen. Denn Handwerk und Bauwerk ist eine Form von Ordnung. Und es gibt nichts, was die Tiermenschen so sehr hassen wie Ordnung. Zugegeben, wird dieser Aspekt der Tiermenschen-Lore häufig sehr inkonsequent behandelt, da sie durchaus in der Lage zu sein scheinen, ihre eigenen Waffen zu bauen und sogar Streitwagen zusammenzuzimmern. Aber egal. Und eine Rasse, die sich standhaft wehrt, etwas zu bauen, ist nicht in der Lage, so etwas wie Belagerungstürme zu konstruieren. Somit muss sich eine Kriegsherde beim Angriff auf eine Stadt auf krude improvisierte Rammböcke und die Steine schmeißenden Zygors verlassen. Der Mangel an richtigen Fernkämpfern hilft natürlich auch nicht. Auch wenn das Imperium versucht, die Kriegsherden direkt an den Grenzen des Waldes zu begegnen und ihnen Fallen zu stellen, damit es gar nicht erst zum Verlust von Ackerland und Dörfern kommt. Das, meine Lieben, war mein Video zu den Tiermenschen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich persönlich war noch nie wirklich Fan von den Viechern, aber ich weiß, vielen von euch geht das anders. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lasst doch einen Like da. Bis zum nächsten Mal. I'm out.